Hallo Leute, es ist CrippleMad und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ein erstaunliches Blockchain-Projekt für euch, aber bevor wir damit beginnen, wie immer, denkt daran, dass ich kein Finanzberater bin und dass ich keine Verantwortung für eure Handlungen übernehme. Behaltet das im Hinterkopf und lasst uns mit dem Video beginnen. Hier sind wir also auf Einery.io. Einery ist ein dezentrales Datensystem, das auf einer proprietären Level 1 Blockchain basiert. Einfach ausgedrückt, es ist ein Weg für Web3 und Blockchain-basierte Projekte, wirklich dezentralisiert zu sein. Durch die Beseitigung der Notwendigkeit für zentralisierte Datenbanken und zugehörige Dienste bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung hoher Sicherheit, niedriger Latenz, hohem Durchsatz und Gewährleistung der vollständigen Kontrolle des Eigentümers über die Datenbestände. Einery löst ein sehr reales Problem der Dezentralisierung von Datensystemen, Datenmanagement, Sicherheit und Stabilität. Mit dem dezentralen Datensystem von Einery ist das echte Web3 nur eine Node entfernt. Das Netzwerk zielt darauf ab, Unternehmen und Nutzern einen sicheren und transparenten Weg der Datenverwaltung zu bieten und ihnen die vollständige Kontrolle über die Daten zu geben. Einery garantiert dabei den Nutzern Datenschutz, Sicherheit vor Verstößen und Erschwinglichkeit bei der Datenspeicherung, natürlich auch Freigabe bei gleichzeitiger Optimierung der Leistungen. Durch die Dezentralisierung werden Nutzer- und Unternehmensdaten vor der Single Point of Failure-Krise geschützt, die zentralisierte Infrastrukturen geplagt. Dies wird durch die Verwaltung von Benutzerdaten über mehrere Server im Netzwerk erreicht. Aber vielleicht ein wenig über das Team hinter Einery. Das Unternehmen selbst hat einen Sitz in Singapur und verfügt über Niederlassungen in Dubai, der Schweiz und Serbien, in denen agile, funktionsübergreifende interne Teams arbeiten, sich voll und ganz der Entwicklung und dem Erfolg von Einery widmen. Der CBE und Vorsitzende ist Simon Murray. Er ist bekannt für seine leitenden Funktionen in einigen der bekanntesten Unternehmen der Welt, unter anderem als Vorsitzender des weltgrößten Rohstoffunternehmens Glencore in der Schweiz, als Executive Chairman der Deutschen Bank Group Asia, als Group Managing Director von Hutchison Vimpor und als Gründer des Mobilfunkunternehmens Orange und Distacom Telekom. Er war als Berater im Vorstand von Vodafone, Tommy Hilfiger, Hermes, Vivendi Universal und vielen anderen bekannten Marken tätig. Jetzt bringt er sein umfangreiches Wissen und seine Geschäftserfahrungen in Einery ein. Aber neben Herrn Murray haben sie auch ein erstaunliches und engagiertes Team von Spezialisten. Hier könnt ihr nochmal das ganze Team sehen. Erwähnenswert ist hier auch dieser Mann, also das heißt Herr Satish Chahil. Und Chahil war in verschiedenen Funktionen bei Apple tätig, unter anderem als Senior Vice President of Worldwide Marketing and Founding General Manager der Abteilung New Media, Internet and Entertainment. Also ein weiterer starker Baustein in der Einery Blockchain. Dann haben wir hier Dr. Naveen Singh. Er ist hier als Chief Executive Officer und Mitbegründer. Und wenn es hier um den CEO von Einery geht, ist er in der Schweiz ansässig mit über 15 Jahren Erfahrung im Business. Und natürlich haben wir auch Ivan Vujic. Er arbeitet als Chief Technical Officer und Mitbegründer und hat auch über 15 Jahre Erfahrung im Bereich IT und Blockchain. Er hat mehrere Teams geleitet und mehrere fortschrittliche IT-Projekte von Grund auf entwickelt, wie zum Beispiel eine zentralisierte Kryptobörse, ein Peer-to-Peer-Kommunikations-App und ein Health-Tech Big Data Mining Ökosystem. Wenn ihr natürlich mehr über den erstaunlichen Menschen hier bei Einery erfahren möchtet, solltet ihr unbedingt einen Blick auf die Webseite für euch selber werfen. Dort könnt ihr euch alles nochmal genau durchlesen. Und hier im Hintergrund konnten wir auch Artikel über Einery und das ganze Team bei den bekanntesten News-Seiten sehen, darunter zum Beispiel Bloomberg oder Globe News Wire. Ihr könnt also bemerken, dass Einery auf jeden Fall vom Markt bemerkt wird. Das allein spricht schon für Einery. Da endet es aber nicht. Etliche Portale, die sich mit Krypto befassen, haben Einery schon bemerkt, darunter unter anderem Crypto News, Yahoo Finance oder sogar Cointelegraph. Und das Projekt setzt die ganze Branche in Bewegung, wie ihr sehen könnt. Dann lasst uns mal kurz auf Einery's Twitter gehen und schauen wir mal, wie es dort aussieht. Hier ganz oben haben wir die wichtigste Info schon angepinnt. Einery hat einen MOU unterzeichnet mit Bell Corpcom. Bell ist ein indisches Elektronikkonglomerat. Und Ziel der Absicherheitserklärung ist es, Vorteile der kombinierten Stärken und Fähigkeiten von Einery und Bell im Bereich der Blockchain-Technologie zu nutzen. Die Integration der komplementären Funktionalitäten von Bell mit den Lösungen von Einery wird das Produktangebot beider Unternehmen sehr verbessern. Also eine wirklich richtig coole und große Chance, sowohl für Einery als auch für Bell. Wenn wir hier weiterschauen, sehen wir die Info, dass Einery auf der Next Block Expo in Berlin sein wird. Wenn ihr also Einery und natürlich viele andere kryptobasierte Projekte besser kennenlernen wollt, solltet ihr unbedingt am 23. und 24. November in Berlin vorbeikommen.
Wenn ihr euch aber nicht sicher seid, wie es mit den Tickets aussieht, keine Bange, Einery hilft euch aus. Mit dem Code Einery25 bekommt ihr einen 25% Rabatt für das Ticket. Ihr solltet also unbedingt vorbeischauen, wenn ihr Zeit habt. Dann haben wir hier die Info über Einerys Testnet. Einery hat nämlich schon über 2200 Nodes. Das ist wirklich eine unfassbare Leistung. Im Vergleich zu anderen Blockchain ist das tierisch viel. Solana hat ca. 80 Nodes, soweit ich weiß, wobei das schon im eigentlichen Projekt ist. Beachtet bitte hierbei, dass Einery erst im Testnet ist und sogar jetzt schon mehr als das 20-fache davon hat. Also eine echt starke Leistung meiner Meinung nach. Und wenn wir schon von starken Leistungen sprechen, sage ich euch mal was über die Listings. Als erstes wurde Einery auf Huobi gelistet, aber dann am 11. November, hier können wir auch die Info sehen, wurde Einery auf Bitmart angenommen. Und ich denke, jeder von euch kennt Bitmart und weiß auch, dass es eine Marke für sich ist. Da muss ich eher nicht viel erklären. Außerdem gibt es da noch ein Giveaway für sage und schreibe 50.000 INR, also den Token von Einery zu gewinnen. Und da habt ihr noch bis zum 26. November Zeit, um teilzunehmen. Denkt bitte daran, 50.000 INR ist schon ganz schön viel. Und alles in allem scheint Einery mir wirklich ein stabiles Projekt zu sein, mit guten Aussichten auf die Zukunft. Lasst mich dann in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Projekt haltet. Denkt auch daran, Einery auf den Social Medien zu folgen und unbedingt der Telegram-Gruppe beizutreten. Dort findet ihr jeden Tag neue Informationen über das Projekt. Und ihr könnt auch natürlich sehr viele neue und interessante Menschen kennenlernen. Wenn ihr Fragen habt, natürlich auch dort fragen oder direkt unten in der Videobeschreibung. Ich versuche die auch zu beantworten, aber die Telegram-Gruppe kann da wahrscheinlich viel mehr als ich. Alle Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und das war's dann eigentlich meinerseits. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!